Hallo, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch nochmal genauer zeigen, wie das bei dem neuen Kanaldesign bzw. YouTube-Design möglich ist, einen zweiten Kanal, hört gut zu, einen zweiten Kanal mit einem bereits bestehenden AdSense-Konto zu verknüpfen. Heißt, wenn ich zum Beispiel bereits einen Kanal habe, monetarisiert und an mein Google AdSense-Konto verbunden habe, wie das jetzt mit meinem zweiten, also einem zweiten Account geht, wenn ich zum Beispiel einen Vlog-Kanal erstelle oder einen Zweitkanal oder sonst irgendwas, damit ihr das versteht und niemand in die Kommentare schreibt, du zeigst gar nicht, wie man YouTube-Partner werden kann, weil in diesem Video geht es einfach nicht darum, versteht ihr? So, also, ihr müsst hier bei eurem Kanal auf Einstellungen gehen oder YouTube-Einstellungen, wie auch immer, und dann müsst ihr auf unten hier bei links deinen Kontostatus und Verfügbarkeit von Funktionen ansehen. Da müsst ihr draufklicken. Dann kommt ihr hier auf diese Seite. Hier steht zum Beispiel Kontostatus, Partner und Community-Richtlinien, alles in Ordnung, bla bla bla. Monetarisierung ist auch in Ordnung. Wenn hier dieser Status nicht grün ist, dann müsst ihr eure Monetarisierung noch machen. Heißt, ihr müsst noch dafür sorgen, dass ihr die Videos monetarisieren könnt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also macht das vorher. Ansonsten kommt ihr schon zum nächsten Schritt. Und zwar Einstellungen für die Monetarisierung anzeigen. Da muss man dann draufklicken. Und dann steht hier, wie kann ich mit meinen Videos Geld verdienen, wie viel verdiene ich mit meinen Videos, welche Arten, bla 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 bla. Und dann klickt man hier auf, wie werde ich bezahlt. Genau. Und jetzt steht hier, Zahlungen werden über ein Google AdSense-Konto verwaltet. Verknüpfe ein AdSense-Konto, bla bla bla. Verknüpfe ein AdSense-Konto. Da klicken wir jetzt also drauf. Und das ist quasi das, was ihr machen müsst. Den Rest werdet ihr von selber finden. Hier steht dann erstmal, was ist AdSense, weiter, weiter. Dann müsst ihr hier auf Weitergehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, entweder ein AdSense-Konto zu erstellen oder es mit einem bereits bestehenden zu verbinden. So, ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich hoffe, das ist das, was ihr gesucht habt. Wenn nein, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten seid doch so gut und gebt einen Daumen nach oben, damit die anderen Leute Bescheid wissen, dass das Video kein Fake ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.